Der Frage der ist ja immer noch sehr stark. Wie hat sich die Stärke für Bergbahnen ausgewirkt? Ich glaube, das ist nicht der erste Winter, wo sich der Franken auf Bergbahnen auswirkt. Es ist sicher nicht positiv, es war immer noch negativ gewesen, aber ich glaube, gerade so wichtig wie der starke Franken, ist das ganze Umfeld, ist die Zimit von der Schweiz in Europa, die nicht gut ist. Und das spielt sicher auch mit der Entwicklung von der Besucher aus Europa, wie der Bergbahn in der Schweiz. Der letzte Winter aber, wie gesagt, nicht der beste. Ein Schubenbetrieb hat schon damals gekauft und wollte auf die Räder zurückgegriffen, um zu überleben. Was passiert jetzt aber, wenn dieser Winter nur mal so kommt? Es wird so sein, dass einzelne Unternehmungen zu den finanziellen Problemen, die sie jetzt schon haben, die zum Teil auch existenzbedrohend sind, halt weitere Probleme überkommen. Und wenn nicht irgendwo Geldquellen aufgehen, wo das die Gemeinde als öffentliche Hand, als Interessenz vom Tourismus ist, direkt wirtschaftliche Interessenz, dann wird es halt früher oder später zu einer Strukturberatung. Und da passiert was? Das heisst, dass einzelne Unternehmungen nicht überlebensfähig sind und ihre Türen müssen zu. Touristen, die wollen ja dann eben auch immer mehr Sessel für die langen und fast nicht mehr für die Gebiete flocken. Heisst, der Standort müssen wir bieten, was auch wiederum bedeutet, wir bieten nicht mehr Geld. Aber das Geld, das man nicht hat, wie kann man dann ein Problem entgehen? Also der Wintertourismus, der Skitourismus, der ist im wirtschaftlichen Wettbewerb ausgesetzt. Und das kann man nicht umgehen. Ausser mit Fusch auf drei, wie man sagen, dass man Subventionen probiert loszumachen, zu machen. Aber dann gibt es einen Wettbewerb, das ist nicht gut. Auf jeden Fall ist es schon so, dass die Ansprüche von unseren Gästen immer höher werden. Es ist echt die Herausforderung, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und dass wir auch in Zukunft wird das für mittlere und kleinere Unternehmungen echte Herausforderungen sein. Wir können die Angebote bieten, den Gästen, wo sie auch suchen. Was suchen denn die Gäste von Es ist eben heute nicht mehr nur Skifahren, wenn man das anschaut, sondern es ist ein Gesamtangebot von einer Destination. Das heisst, der Sport, der Schneesport auf der Piste ist eins, aber es muss nachher auch stimmen mit der Gastronomie im ganzen Gebiet. Es muss stimmen an der Basis, das heisst, in den Hotels oder Ferienwohnungen. Es braucht das Nachtleben dazu, es braucht das ganze Paket dazu. Das muss stimmig sein. Vor allem, wenn da Erlebnisse drin sind, dann muss man einfahren. Wegen dem können wir heute eigentlich noch viel weiter offen. Jetzt haben wir auch vom Winter geredet. Weil, wenn jetzt der nicht mehr so kommt, wenn der Winter nicht mehr so kommt bei euch schon, will man vielleicht dann im Sommer probieren, das zu korrigieren? Das ist sicher so, dass der Sommer ein grosses Potenzial hat. Die Frage, die wir jedoch stellen, ob das Potenzial überall gegeben ist. Weil man braucht natürlich den USPs, also Punkte, die die Leute auch anlocken. Und wenn wir jetzt schauen, als Beispiel in Zermatt, funktioniert das. Denn wir haben im Sommer stark zunehmende Zahlen. Der Winter stagniert. Der letzte Winter war sogar auch ein bisschen schlechter gewesen, aber wir haben das, was wir im Winter verloren haben, mit dem Sommergeschäft fast gut machen können. Und das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung jetzt für Zermatt, aber es wird auch schwierig sein, für kleinere Stationen auf diesem Weg eine erfolgreiche Zukunft gehen, weil das Sommergeschäft ist einfach geringer. Und wenn es gross werden soll, braucht es wirklich ein Angebot mit einer grossen Ausstrahlung, dass das auch funktioniert.